Kapitel 4. Mir wurde kurz schwarz vor Augen. Dann war mir heiß und kalt zugleich, während mein Herz lärmend gegen meine Brust donnerte. Meine Hände klatschten in regelmäßigen Abständen auf Emmas bleiche Wangen, während ich immer und immer wieder ihren Namen brüllte. Doch ihre Augenlider blieben geschlossen. Es war, als wäre sie in einen tiefen, gefährlichen Schlaf gefallen, aus dem sie kein Mensch mehr retten konnte. Ein rothaariges Dornröschen, schön, jung und unschuldig, in meinen bebenden Armen. Und ich konnte, egal wie sehr ich mich bemühte, einfach nichts an ihrem Zustand ändern. Mit zittrigen Händen griff ich nach meinem Handy und wählte Alfies Nummer. Die Signaltöne klangen wie bedrohliche Paukenschläge in meinen Ohren. Paukenschläge, die einen auswegslosen Kampf einläuteten. »Komm schon, Alfie, nimm ab!« fauchte ich und verfluchte im selben Moment die Tatsache, dass ich nicht einfach einen Krankenwagen rufen konnte. Magische Tinkturen. Das war nichts für ein ordinäres Krankenhaus. Noch nicht einmal etwas für die Wirklichkeit. Auch wenn sie, ob ich es wollte oder nicht, ein Teil meiner Realität geworden waren. Ja, zum keinen Zeitpunkt in meinem Leben glich dieses Meer einem unwirklichen Fantasy-Roman. Was hätte ich dafür gegeben, lediglich in einem Buch von Joanne K. Rowling gefangen zu sein? Dann hätte ich ganz einfach die Seiten umschlagen können und zu Kapiteln vordringen, die weniger dramatisch waren. Denn das, was ich in dieser Sekunde durchleben musste, verabscheute ich aus tiefstem Herzen und tiefster Seele. Gäbe es jemanden dort draußen, der die Seiten meines Lebens mit Geschichten füllte, ich hätte ihn mir liebend gerne vorgeknöpft und ihm einen stahlharten Baseballschläger über den Kopf gezogen. Nun saß ein gehässiges Zwerglein hinter meiner Schädeldecke und meißelte dort mit einem winzigen Hackbeil das Wort ein, während es in teuflisch munteren Tönen »Ich hab es doch gesagt!« trällerte. Ich schluckte, um meine Mundhöhlen zu befeuchten, als Alfies Anrufbeantworter ansprang und seine alte, etwas raue Stimme: »Sehr verehrter Anrufer, wie Sie unlängst bemerkt haben sollten, ist meine Wenigkeit nicht zu sprechen. Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass ich außer Hauses bin, an einem neuen Roman herumtüftele oder ganz einfach eine tiefe Abneigung gegen Sie hege und es schon beim Erscheinen Ihrer Nummer auf dem Display für besser hielt, das penetrante Klingeln meines Telefons zu ignorieren. Wenn es sein muss, haben Sie jedoch jetzt die wunderbare Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen.« Verärgert legte ich auf und versuchte es noch einmal. Alfie musste zu Hause sein. Keine 30 Minuten war es her, dass ich ihm zum Abschied in die Arme gefallen war und dieses geheimnisvolle Grinsen auf seinen Lippen lag, das in seinem Gesicht ständig aufflammte und seine Beobachter durchaus in große Verwirrung stürzen konnte. Mein Großvater hatte verstörend vergnügt gewirkt für jemanden, der offensichtlich im Inbegriff war zu sterben. Auch wenn er diese Tatsache bei unserem Gespräch nicht weiter ausbauen wollte. Ich durfte es nicht zulassen, dass noch jemand zu Tode kam. »Ich habe es doch gewusst!« tobte der Zwerg in meinem Oberstübchen ausgelassen und erneut, klock, sauste sein Hackbeil auf meine Schädeldecke hernieder, um dem Dummkopf seinen letzten Schliff zu verpassen. Nicht zum ersten Mal saß er dort oben, als ungebetener Eindringling sozusagen, der seinen Senf zu wirklich allem geben musste. Mit Händen und Füßen hatte er sich dagegen gesträubt, die Geschenke meines Großvaters entgegenzunehmen, wohlwissend, dass mein Bündnis mit den Fairy Cupcakes irgendwann in einer allumfassenden Katastrophe enden würde. Die wundervollen Augenblicke, die mir durch diese auf den ersten Blick so unschuldigen Gebäcke begegnet waren, verstrichen schneller als süße Schokoladencreme auf backfrischen Brötchen. Zurück blieb dieser hässliche Gnom in meinem Kopf, seinen ätzenden Vers auf den Lippen, den er unablässig wie im Kanon bellte, was sich für mich als pochender Kopfschmerz bemerkbar machte. Noch nie in meinem Leben hatte ich eine derartige, unbändige Angst verspürt. Tut! Das Freizeichen brachte mich fast um den Verstand. Wann hatte Alfie endlich die Hallen seines Hauses in Kensington durchquert? Wann griffen seine ledrigen Hände endlich nach dem Hörer? »Verehrter Anrufer!« Ich stöhnte gequält auf, als mir zum wiederholten Male die süffisante Ansage von Alfies Anrufbeantworter entgegentönte. »Wie Sie unlängst bemerkt haben sollten, ist meine Wenigkeit nicht zu sprechen. Dies kann...« »Hallo?«
Wer ist da? Oh Gott! Kreischte ich mit einer Mischung aus Panik und Erleichterung, als ich die Stimme meines Großvaters vernahm, der ein bisschen verschlafen klang, als hätte er sich soeben von einem Nickerchen erhoben. »Nein, hier ist nicht Gott, hier spricht Elfie Blueberry. Mit wem habe ich die Ehre?« erwiderte Grandpa trocken, der eine derart aufbrausende Stimme meinerseits wohl nicht gewohnt war und mich deshalb nicht sofort zu erkennen schien. »Elfie, hier ist Jack!« rief ich nervös und mit so viel Nachdruck, dass ich mich fragte, ob Elfies Trommelfell wohl kurz vor dem Platzen war. Es herrschte kurz Stille am anderen Ende der Leitung, als hätte Elfie vergessen, dass er einen Enkel hatte, der diesen Namen trug. Doch schließlich erwiderte er, »Jack, mein Junge, ist alles in Ordnung? Du klingst leicht aufgebracht.« Er hüstelte und schneuzte sich vernehmbar in ein Taschentuch. Wie immer beherrschte es Grandpa ausgesprochen gut, mich mit seinem ruhigen Gemüt auf 180 zu bringen. »Aufgebracht«, sagte ich erregt. »Das ist wohl untertrieben, Elfie. Wir haben ein gewaltiges Problem.« »Haben wir das?« seufzte Elfie langsam. »Und dabei hatten wir doch einen so unterhaltsamen Vormittag.« Ich hörte fast so etwas wie ein Lächeln in seiner Stimme und so platzte es schneidender wie die Klinge eines Rasiermessers aus mir heraus. »Es geht um Emma, Elfie. Sie ist ohnmächtig.« grummelte Grandpa. »Das ist tatsächlich ein Grund zur Beunruhigung. Was ist passiert und warum rufst du mich an und bist nicht schon längst auf dem Weg ins Krankenhaus?« Ich holte tief Luft, meine Stimmung war jetzt so gut wie auf dem Tiefpunkt. »Wenn du mir sagen kannst, wie ich den Ärzten dort die Tatsache erklären soll, dass meine Schwester eine Überdosis magischer Tinkturen geschluckt hat, die in Zusammenarbeit mit ebenso magischen Cupcakes eigentlich dafür sorgen sollten, dass alle Beteiligten eines Wunsches am nächsten Tag nicht vergessen haben?« Ich hielt inne und schnappte derart panisch nach Luft, als stünde ich kurz vor dem Ersticken. »Wie genau stellst du dir das bitte vor?« Wieder wurde es still am anderen Ende der Leitung. Dann brach ein schallendes Gelächter aus. »Das gestaltet sich in der Tat als etwas schwierig, mein Junge«, prustete Elfie und sein ausgelassenes Lachen irritierte mich derart, dass ich ihm am liebsten einen Eimer Eiswasser ins Gesicht geschüttet hätte, damit er wieder zu klarem Verstand kam. »Was soll das?« brüllte ich aufgebracht. »Emma stirbt!« Tränen glänzten in meinen Augen. »Warum werde ich das Gefühl nicht los, dass dir das egal ist?« Elfie lachte immer noch ungeniert. »Ich finde«, gluckste er wie blöd, »den Gedanken einfach unglaublich komisch, mir die Gesichter der ganzen Weißkittel vorzustellen und wie sie dreinblicken, wenn das Wort Fairy Cupcakes in den Raum geworfen wird.« »Ha! Wahrscheinlich winkt dir gleich ein Überweisungsschein zum Psychiater.« »Hör auf«, jaulte ich außer mir vor Wut. »Das ist nicht lustig. Mir ist bewusst, dass ich nicht einfach in ein Krankenhaus spazieren kann. Du bist der Einzige, der weiß, was in den Tinkturen drin ist. Schließlich stellst du mir diese ja her. Also bitte sag mir, was soll ich tun?« »Also erstmal«, entgegnete Elfie sanft, »wischst du dir bitte deine Tränen aus dem Gesicht.« Ich war überrascht. Schließlich konnte er durch das Telefon ja kaum die zahlreichen Tropfen sehen, die nun meine Wangen feucht und klebrig machten. »Als nächstes bringst du Emma in dein Bett und lässt sie dort weiter schlafen.« »Schlafen?« schrie ich aufgewühlt auf. Mir schien, als würde Elfie den Ernst der Situation nicht erkennen. »Grandpa, Emma ist ohnmächtig. Was, wenn sie nie wieder aufwacht?« »Jack«, sagte Elfie gedehnt, »deine Schwester ist nicht ohnmächtig. Deine Schwester schläft. Ich schätze, das ist der Baldrian. Die Tinktur enthält ausschließlich pflanzliche Bestandteile und von diesen ist keine tödlich, halluzinogen oder sonst irgendetwas Schreckliches. Aber bei einer Überdosis kann es durchaus vorkommen, dass der Betroffene das dringende Bedürfnis verspürt, ein ausgiebiges Nickerchen zu halten. Also reiß dich doch schon zusammen, trag Emma in dein Schlafzimmer und höre auf, dich als Opfer des Schicksals zu bemitleiden. Die Fairy Cupcakes mögen viel zerstören können, aber Leben nehmen sie ganz gewiss nicht.« »Emma schläft bloß?«
Ich beugte mich zu ihr hinab, fasste ihr an die kühle Stirn und lauschte mit pochendem Herzen ihren ruhigen Atemzügen. Es tat so unglaublich weh, sie so zu sehen. Sie hätte tot sein können, so bewegungslos, wie sie nun in meinen Armen lag. In mir spürte ich einen bohrenden Stachel, der mich dazu bewegen wollte, zu schreien und an ihr zu rütteln, damit sie ihren Weg zurück zu den Lebenden fand. Und doch schien sie zu atmen, ruhig und regelmäßig, wie ein Kleinkind, das ganz weit weg hinter den Toren des Traumlandes durch sich wiegende Wiesen tanzt und Gummibärbäume aberntet, um sich den süßen Ertrag dann heiter lachend in den Mund zu stopfen. Sie schläft bloß, flüsterte ich erneut. Diesmal war es keine Frage mehr, sondern eine Feststellung. Selbstverständlich, versicherte mir Alfie bestimmt. Bitte vergiss nicht, Jack. Emma ist nicht nur deine Schwester, sondern auch meine Enkelin. Ich würde niemals wollen, dass sie etwas Schlimmes zustößt. Ich würde niemals wollen, dass sie stirbt. So wie du? Ich konnte es nicht zurückhalten, musste es noch einmal zur Oberfläche ziehen, wie ein Fisch, der schon an meiner Angel zappelte, sich aber hartnäckig weigerte, aus dem Wasser zu kommen. »Ich will auch nicht, dass mir etwas Schlimmes zustößt«, erwiderte Elfie teilnahmslos. »Das habe ich nicht gemeint, Elfie«, antwortete ich überflüssigerweise, denn ich wusste, dass ihm klar war, woher der Wind wehte. »Auch wenn du vorhin nicht weiter darauf eingegangen bist. Ich muss wissen, ob es wahr ist. Hat dein Arzt etwas gefunden? Bist du krank?« Elfie räusperte sich traurig. »Du tust es deswegen, nicht wahr?« »Was?« fragte ich verwirrt. »Was tue ich? Du begibst dich auf diese meine Herzensreise, weil du annimmst, das sei der letzte Wunsch eines sterbenden Mannes. Nun, ich denke, dies ist der richtige Gedanke, wenn es dich denn dazu bewegt, meinen Wunsch Folge zu leisten. Auch wenn du am Ende vielleicht verstehen wirst, dass es manchmal größere Ziele gibt, dass manchmal etwas Großes hinter allem steht. Also ja, ich ergebe mich. Ich werde sterben, doch das ist kein Geheimnis. Es ist so wahr wie die Tatsache, dass auch du, dass auch Emma, dass wir alle irgendwann sterben müssen.« Ich blinzelte irritiert, da ich mir nicht sicher war, was er mir nun damit sagen wollte. War er nun krank oder suchte er nur eine Ausrede, um den wahren Grund seiner Bitte an mich zu verschleiern? »Bitte, Elfie, ich mach mir doch nur Sorgen um dich«, sagte ich schließlich und konnte die sorgenvollen Falten in seinem Gesicht vor meinem inneren Auge deutlich vor mir sehen, als er antwortete: »Jack, ich habe in meinem Leben so viele Fehler gemacht. Meine Bitte an dich, Mathilda aufzusuchen, ist der erste Schritt, wenigstens einige davon wieder gut zu machen. Ich bin alt und ich fühle, dass mir die Zeit zwischen den Fingern hindurchrieselt. Aber du, Jack, du hast alle Zeit der Welt. Du hast Zeit genug, um die Wunder deiner Welt noch zu entdecken. Und ich denke, so wie es für mich ein Schritt zu Wiedergutmachung ist, so wird es für dich ein Schritt in die Richtung deines Schicksals sein.« Ich wusste erst nicht, was ich darauf erwidern sollte. Dann brachte ich fast lautlos hervor: »Hast du das aufgeschrieben?« »Warum?« erwiderte Elfie überrascht. »Weil das wunderbar in einen deiner schmuddeligen Abenteuerromane passen würde.« Jetzt lachte er melodisch. »Ich habe aufgehört, Abenteuerromane zu schreiben. Meine Zeit sollte ich nun dazu nutzen, mein Leben zu einem Abenteuerroman werden zu lassen. Und mit den Fairy Cupcakes und dir an meiner Seite, nun, ich denke, ich bin auf dem richtigen Weg.« »Dabei meintest du noch, sie könnten viel kaputt machen, unsere Cupcakes.« »Das stimmt«, meinte Elfie nachdenklich. »So viel, wie sie geben, können sie auch wieder nehmen. Auch wenn durch meine rote Tinktur wieder einiges einfacher geworden ist. Aber sag mir, Junge, warum denkst du, habe ich dir meine Kennen vermacht? Damit du all die besonderen Augenblicke in deinem Leben festhalten kannst. Momente festhalten auf Fotopapier,
das macht sie unzerstörbar. Nicht einmal die Fairy Cupcakes können dort hineinpfuschen. Bilder sind wertvolle Schätze, die uns in besonderen Augenblicken an Dinge erinnern können, die wir bereits vergessen zu haben glauben. Woher denkst du, kommt wohl der Spruch, dass Bilder mehr verraten als 1000 Worte? Seiner Stimme nach zu urteilen, musste nun ein verträumtes Lächeln auf Elfies Lippen sitzen. Und Bilder verraten uns nicht nur ihre Geheimnisse, sie lassen uns auch entdecken, erinnern und natürlich träumen. Ich nickte. Ich weiß, Grandpa, ich weiß, sagte ich geflissentlich. Und ich gebe mir wirklich alle Mühe, jeden Augenblick einzufangen, an den ich mich später erinnern möchte. Dann schwiegen wir für einige Minuten, jeder in seine eigenen Gedanken vertieft, bis ich schließlich mit einer großen Bitte zurückkam, von der ich nicht wusste, ob sie von Elfie gebilligt werden würde. Ich muss Emma aufklären, flüsterte ich schließlich. Da mein Großvater zunächst nicht antwortete, fuhr ich nervös fort. Dieser Vorfall, das, was passiert ist, das ist alles meine Schuld. Emma fühlt sich ausgeschlossen. Wir sagen uns normalerweise alles. Nur mein größtes Geheimnis, das kennt sie nicht. Bitte lass mich sie einweihen. Ist dir bewusst, was das bedeutet? Krächzte Elfie müde. Ein flatterhaftes, emotionsgeladenes Wesen wie deine Schwester. Bald wird ihr der Gedanke, die Idee von den Fairy Cupcakes nicht mehr genügen. Sie wird selbst einen oder mehrere haben wollen. Elfie, ich vertraue ihr, sagte ich standhaft und sah auf meine schlafende Schwester hinab, die immer noch bewegungslos in meinen Armen lag und von ihrer roten Haarpracht umtanzt wurde. Sie ist alt genug, um zu wissen, was recht ist und was nicht. Und wenn sie einen Cupcake haben möchte, soll sie ihn bekommen. Warum sollte ich etwas dürfen und sie nicht? Nein, Jack, keine Cupcakes für Emma, grummelte Elfie in den Hörer hinein. Du kannst ihr gern die Wahrheit sagen, aber nur, wenn du dir sicher bist, dass sie meine Entscheidung akzeptiert. Aber, setzte ich an, doch Elfie unterbrach mich forsch. Ich bleibe dabei. Außerdem muss ich jetzt weiter meinen sonntäglichen Pflichten nachgehen. Lass es mich wissen, sobald du dem Little Bird seinen Besuch abgestattet hast. Und damit hatte er aufgelegt und mir somit ein unmissverständliches Zeichen dafür gegeben, dass er keine Widerrede duldete. Keine Sorge, Emmy. Auch wenn es Elfie nicht gefällt, ich lasse dich nicht weiter im Dunkeln, murmelte ich an meine Schwester gewandt. Ich gab ihr einen kurzen Kuss auf die Stirn, hob sie an meine Brust und trug sie dann in mein Schlafzimmer hinauf, wo ich sie auf meinem weißen Laken bettete und mich dann neben sie legte, wobei ich nicht aufhörte, ihre kühle Hand zu halten. Sie hatte so ein großes Herz, das erfüllt war von Liebe und unbändigen Emotionen, die in ihr pulsierten, so stark und unaufhaltsam wie das Blut, das durch ihre Arterien rauschte und sie am Leben hielt. In gewisser Weise war sie, was diesen Punkt anging, das komplette Gegenteil von mir, denn unter meiner Brust hatte sich bis dahin noch nicht einmal das zarteste Lüftchen geregt, während unter ihrer bereits Wirbelstürme tanzten. Und nun lag sie neben mir und ich wollte sie beschützen vor der kalten und lauten Welt dort draußen, die so oft über ihr zusammengefallen war. Emma war der zerbrechliche Schmetterling, der allen Gefahren trotzend durch das Leben tanzte, selbst bei Regen flog, auch wenn das den empfindlichen Staub an ihren Flügeln wegwusch und es sein konnte, dass sie niemals mehr fliegen würde. Nun lag es an mir zu entscheiden, ob ich sie in das größte aller meiner Geheimnisse einweihen wollte, das einzige, was noch zwischen uns lag, oder nicht. Aber ich wusste, ich konnte es nicht ertragen, sie noch einmal so anzufinden wie an diesem Tag, welcher der Wendepunkt zu so vielen Dingen in meinem Leben sein sollte. Und so würde ich, auch wenn es der größte Fehler sein konnte, den ich jemals begangen hatte, bald den Vorhang lüften. Ich drückte ihre Hand noch ein bisschen fester, so als wäre ich nun derjenige, der sich festhalten musste. Emmy, flüsterte ich dabei und strich mit meiner anderen Hand ihre roten Locken aus dem blassen Gesicht. Du wirst mein Geheimnis kennen, ich verspreche es. Bitte hab keine Angst mehr, bitte denk nicht, dass ich dich aus meinem Leben ausschließen möchte. Du bist einer der wichtigsten Menschen auf diesem Planeten für mich. Sie antwortete nicht, lag nur reglos da,
Und ein nervöses Ziehen unter meiner Brust kam nicht umhin, mich darauf aufmerksam zu machen, dass Alfie vielleicht nicht die Wahrheit gesagt haben könnte. Dass er vielleicht nicht bei klarem Verstand war und wirklich abwägen konnte, was eine Überdosis der magischen Tinkturen tatsächlich bewirken konnte. Mein Herz klopfte plötzlich ganz schnell bei diesen Gedanken. Es schrie auf vor Panik und ich schlang beide Arme um Emmas Oberkörper, um zu spüren, dass sie noch atmete. Ihr Körper war ganz kalt, aber sie zitterte nicht unter meiner sorgenvollen Berührung. Meine Lippen lagen jetzt an ihrem Ohr und ich wisperte immer wieder, dass sie bald alles verstehen würde, dass ich ihr die Wahrheit sagen würde, dass ich ihr mein Geheimnis anvertrauen würde, in der Hoffnung, dass sie dadurch vielleicht schneller zu mir zurückfand. Und dann, als ich es am wenigsten erwartete und zum gefühlten 100. Mal jene beschwichtigenden Worte in ihr Ohr hauchte, bewegte sich ganz leicht ihr Mund. Jack, seufzte sie. Und ich war so überrascht über den Klang ihrer Stimme, dass ich zusammenzuckte und mich mit aufgerissenen Augen über ihr Gesicht beugte, um mich selbst davon zu überzeugen, dass ich nicht nur geträumt hatte. Emma blinzelte mich an. Auf ihren Lippen lag so etwas wie ein Lächeln. Emmy, keuchte ich, doch sie legte nur einen Zeigefinger auf ihren Mund, als Zeichen dafür, dass ich still sein sollte. Ich gehorchte natürlich sofort und lächelte sie stattdessen nur leicht melancholisch an. Ich war unendlich erleichtert, dass meine Schwester in die Realität zurückgefunden hatte. Auch wenn mir bewusst war, dass nach diesem Tag wahrscheinlich nichts mehr so zwischen uns sein würde, wie es einmal gewesen war. Denn das Geheimnis, das ich für sie bereithielt, beschränkte sich nicht nur darauf, dass ich ihr von einem neuen Song erzählte, den ich geschrieben hatte, oder etwas ähnlich Banales. Die Wahrheit, die bis jetzt noch hinter meinen Lippen schlummerte, war so problematisch, weil sie von jedem vernünftig denkenden Menschen für eine Lüge gehalten werden musste. Vor einem knappen halben Jahr war mein Großvater Alfie Blueberry mit einem unwiderstehlichen Angebot zu mir gekommen. Es war ebenso unwiderstehlich wie unglaublich. Angeblich sollte mir ein einfacher Cupcake meinen Lebenstraum erfüllen. Erfolg mit meiner Band The Lucky Ones. Wir hatten schon so lange unser Glück versucht und waren mehr als einmal daran gescheitert, die Welt zu bewegen. Auch wenn das alles war, was wir wollten. Menschen zu Tränen rühren, sie mit unseren Texten und Melodien aufrütteln und zum Nachdenken anregen. Alfie wollte nachhelfen und mir mit den Fairy Cupcakes einen Schubs in die richtige Richtung verpassen, von dem auch meine Bandkollegen profitieren sollten. Natürlich musste das alles streng geheim bleiben. Die Existenz der Fairy Cupcakes war nur für ausgewählte Ohren bestimmt. Das hatte mir Alfie von Anfang an gepredigt. Ein Cupcake, ein Wunsch. Es sollte ganz einfach sein und wäre es sicher auch, wenn da nicht die nicht ganz unproblematischen Nebenwirkungen wären. Die Leute werden vergessen, ob nach ein paar Stunden oder Monaten. Es spielt keine Rolle. Am Ende könnte es sein, dass du der Einzige bist, der weiß, dass er eigentlich ein gefeierter Star ist, unterrichtete mich mein Großvater mit verschwörerischer Miene. Und wenn die Leute vergessen, löst sich auch dein Wunsch ganz allmählich auf. Deshalb habe ich das hier für dich, Jack. Damit reichte er mir das erste Fläschchen jener magischen Tinkturen, die Emma zum Verhängnis geworden waren. Du musst es täglich einnehmen, wenn du möchtest, dass das funktioniert. Begreife, mein Lieber. Vergessen heißt hier nichts anderes als nicht existieren. Mein Band mit den Fairy Cupcakes war gleichzeitig Fluch und Segen. Auf der einen Seite war ich mit ihrer Hilfe zu sehr viel Ruhm und Ansehen gekommen. Auf der anderen war ich an die magische Tinktur gebunden, die meine Schwester nun in diese unglückliche Position gebracht hatte. Wenn ich die Tinktur nicht nahm, konnte es sein, dass alle Menschen um mich herum, die irgendwie von dem Wissen beeinflusst wurden, dass ich seit einigen Monaten zu einem der erfolgreichsten Rockstars in ganz Großbritannien aufgestiegen war, genau diese Tatsache vergaßen. Falls ich nun ein hübsches Mädchen nach einem meiner Konzerte mit nach Hause nahm und mit ihr die Nacht verbrachte, so stieg sie in ihrer Wahrnehmung mit dem Leadsänger von The Lucky Ones ins Bett. Wenn ich die Tinktur am nächsten Morgen also nicht schnell genug nahm, konnte es durchaus vorkommen, dass sie glaubte, neben einem völlig Fremden wach geworden zu sein. Es hing alles davon ab, wie sensibel sie auf die Magie der Fairy Cupcakes reagierte.
Alfie hatte mir erklärt, dass es Menschen gab, die nur einige Stunden darauf ansprangen, dann wiederum welche, die Jahre von ihr umnebelt werden konnten. Du musst immer auf Nummer sicher gehen. Schließlich willst du nicht wegen sexueller Belästigung im Knast landen, oder? Ermahnte mich Alfie bestimmt. Eigentlich wäre es ohnehin vernünftiger, wenn du deine Rolle als Playboy einfach ganz aufgibst, oder nicht? Ich überging den hoffnungsvollen Schimmer in seinen Augen mit einem skeptischen »Und du willst mir wirklich weismachen, dass das funktioniert?« Er lächelte nur geheimnisvoll. »100%ig!« »Ich muss dir auch etwas beichten, Jack«, hüstelte Emma leise und holte mich damit aus meinen Gedanken zurück. Ich hielt die Luft an und traute mich nicht mit einem neugierigen »Was?« ihre Antwort zu beschleunigen, lauschte nur angespannt in die Stille hinein, bis sie schließlich wisperte, »Ich bin verliebt, Jack. Furchtbar verliebt.« Ich zog die Augenbrauen nach oben, während sich meine Brust zusammenzog und ich mir Mühe geben musste, nicht traurig den Kopf zu schütteln. Wie absurd es doch war, sie das in dieser Sekunde sagen zu hören und auch noch, als käme es dem Geheimnis, das ich ihr noch beichten musste, in irgendeiner Art und Weise an Gewicht und Wichtigkeit gleich. Es war keine 2 Wochen her, seit sie mir das letzte Mal dasselbe gesagt hatte, und es war in einer einzigen Katastrophe geändert. Denn so sehr es Emma auch verdient hatte, meine Schwester hatte einfach kein Glück bei den Männern, zumindest bis jetzt. Ich beschloss nicht gleich den Teufel an die Wand zu malen und rang mir ein Lächeln ab, das so gut es ging auch meine Augen erreichte. »Und wie heißt der Glückliche?«, fragte ich. Doch dann fiel mir ein, dass diese Frage vollkommen überflüssig war, denn Emma würde mir den Namen ihres Auserwählten doch nicht verraten. Sie hatte nämlich diese merkwürdige Angewohnheit zu glauben, dass es Glück brachte, den Namen eines neuen Liebhabers, solange es nur ging, für sich zu behalten, bis es ernst wurde und sie ihren neuen Schwarm ganz offiziell ihr eigen nennen konnte. Ich wollte ihr schon oft aufzeigen, wie gut diese Taktik bis jetzt funktioniert hatte, hielt mich aber im letzten Moment davon ab, weil ich ihr diese kindliche Vorstellung, dieses Hoffen und Träumen unter keinen Umständen nehmen wollte. Tatsächlich war es noch nie so weit gekommen, dass ich irgendeinen Namen jemals unter anderen Umständen als denen der Tränen und Wut zu Ohren bekommen hatte. »Und dieses Mal, Jack, es ist anders«, fuhr meine Schwester leise fort, da sie hinter meinem Lächeln wohl doch jenen Hauch des Zweifelns entdeckt hatte. »Na klar, es ist immer anders«, dachte ich bei mir und biss mir auf die Unterlippe. Sie hustete etwas schwächlich. »Wirklich, Jack, es ist anders, dieses Mal, ganz bestimmt.« Ich legte ihr eine Hand auf die Stirn, entschlossen, nicht sofort darauf einzugehen. »Hast du heute schon etwas gegessen?«, fragte ich sie, woraufhin Emma den Kopf schüttelte. »Dann pass auf, ich mach dir einen Vorschlag«, meinte ich mit einem aufmunternden Lächeln. Sie sah mich mit großen grünen Augen erwartungsvoll an. »Ja?«, fragte sie neugierig. »Ich werde jetzt erst einmal etwas Essbares organisieren, in Ordnung? Und dann werden wir uns gegenseitig alles beichten, was gerade noch zwischen uns steht, okay?« Ich grinste und wuschelte ihr liebevoll durch die Haare. »Also, was sagst du, Emmy?« Meine Schwester nickte und streckte mir einen nach oben gereckten Daumen entgegen. »Super«, meinte sie mit einem müden Lächeln. Ich küsste sie auf die Stirn und war keine Minute später auf den Straßen von Notting Hill unterwegs. Mit in den Hosentaschen versenkten Händen schlenderte ich an den Häusern meiner Nachbarschaft vorbei. Für einen Sonntagvormittag war erstaunlich viel los. Familien mit Kinderwägen kamen mir entgegen und zahlreiche Autos tuckerten gemächlich an mir vorbei. Gott sei Dank blieb es dabei. Es gab keine Fans, die sich ekstatisch kreischend in meinen Weg schmissen oder sonst irgendwelche Leute, die aufgeregt mit ihrem Finger auf mich zeigten. Vielleicht lag das aber auch an der Baseballkappe, die ich mir vor dem Verlassen des Hauses tief ins Gesicht geschoben hatte. Ich zog die frische Sommerluft ein und machte mich auf die Suche nach einem geöffneten Laden, in dem ich etwas Essbares finden konnte. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich diesen kurzen Abstand zu Emma nicht nur wegen unserer grummelnden Mägen gesucht hatte. Ich wollte noch einmal gedanklich in mich gehen und mir genau zurechtlegen, wie ich ihr beibringen sollte, dass ihr Bruder einzig und allein aufgrund von magischen Cupcakes berühmt war. Wahrscheinlich würde sie mir ohnehin nicht glauben. Dann dachte ich an das, was sie gesagt hatte. Daran, dass sie wieder verliebt war.
Jeder normale Mensch hätte sich über eine solche Nachricht doch freuen müssen und es kaum erwarten können, bis sie mit den Details herausrückte, ohne den Namen, versteht sich. Doch in mir fühlte ich nur ein wehleidiges Ziehen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich meine Schwester nur wieder in die Arme irgendeines Idioten schmiss. Ich wollte sie vor jeglichem Schmerz bewahren, sie vor der Wahrheit beschützen, die meist hinter jedem ihrer neuen Lover stand. Und die Wahrheit war, dass meine Schwester unglaublich hübsch war und in Reihen von Männern das Bedürfnis weckte, sie ins Bett zu bekommen. Aber das war es dann auch, denn sie wollten nur das, nichts weiter. Sie waren noch nicht bereit für ihre Seele, obwohl sie schon an ihrem Körper genascht hatten. Auch wenn Emmas Seele zu den schönsten gehörte, die zu kennen ich jemals das Vergnügen hatte. Natürlich war sie flatterhaft, voller Höhen und Tiefen und Emotionen, die sie nie zurückhielt, die aus ihr hinausflossen, ungestüm und mitreißend wie Wasserfälle. Nicht jeder konnte da mitschwimmen. Aber wenn Emma verliebt war, dann liebte sie mit Leib und Seele. Nicht selten fragte ich mich, woher sie all diese Gefühle nahm, wenn ihr erneut jemand das Herz gebrochen hatte. Ob sie niemals auslernte? Warum ließ sie sich immer und immer wieder auf diese Spielchen ein, von denen sie stets dachte, sie wären der Anfang eines romantischen Nicholas Sparks-Romans? Auch wenn es diese Seite an mir gab, die bei Emmas emotionalen Ausbrüchen nur verständnislos und traurig zugleich den Kopf schütteln konnte, gab es auch jene in mir, die sie für ihr offenes Herz beneidete. Denn Emma konnte etwas, was ich nie gelernt hatte. Leidenschaftlich und vorbehaltslos lieben. Sie ließ sich einfach fallen, öffnete ihre Arme, ihr Herz, ihre Seele. Und es war ihr egal, im schlimmsten Fall auf spitzem Stein aufgespießt zu werden. Gedankenverloren ging ich die Straße hinauf. Es war ein wirklich schöner Sommertag. Auch wenn die heutigen Ereignisse einige Gewitterwolken über mein Gemüt schoben und ich mich fragte, ob es überhaupt eine Chance gab, dass dieser Tag nicht in einer einzigen Katastrophe endete. Ich hatte Angst davor, dass Emma und ich im Streit auseinandergingen, dass das Geheimnis der Fairy Cupcakes keine Nähe, sondern Entfernung schaffte. Vor allem dann, wenn ich ihr erklärte, dass es keine Chance gab, dass sie sich selbst einen von ihnen genehmigte. Ich schlang die Arme um mich, als wollte ich mich selbst beschützen, vor all dem, was noch vor mir stand, bog um eine Ecke und richtete meinen Blick zum blauen Himmel, an dem gerade ein Schwarm Vögel vorbeisegelte. Etwas zu essen. Ich hatte gesagt, dass ich etwas zu essen besorgen würde. Stattdessen kam es mir vor, als würde ich jetzt nur vor der Wahrheit und den Dingen, die gesagt und getan werden mussten, davonrennen. Und ja, es bereitete mir Angst, große Angst. Allerdings gab es jetzt kein Zurück mehr. Ich hatte einen Stein ins Rollen gebracht, der im schlimmsten Fall zu einer Lawine mutieren würde, aber im besten zu den Ziegeln eines neuen Vertrauensfundamentes zwischen mir und Emma gehörte. Ich sah mich um und entdeckte ein einladend wirkendes Geschäft auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Es lag unter einem alten viktorianischen Stadthaus und auf die Entfernung konnte ich gerade so ein Butterbees Cupcakes auf der gelb gestrichenen Fassade entziffern. Cupcakes? Ich schmunzelte. Vielleicht war das die einzig richtige Art und Weise, an mein Geheimnis heranzugehen. Ich besorgte uns ein paar gezuckerte Cupcakes, dick mit Buttercreme beschmiert und erzählte zwischen befriedigten Mmms von einem Wunder, dass man in einem Buch oder in einem Film, aber nicht im wahren Leben, das Jack Blueberry vermuten würde. Das klang doch irgendwie gar nicht so schlecht in meiner Vorstellung. Also lief ich entschlossen zu dem Laden hinüber, stellte erleichtert fest, dass er selbst am Sonntag geöffnet hatte und trat dann ohne Umschweife ein. Ein Geruchskonzert aus Zimt, Quark, Schokolade, Muskat und 100 anderen leckeren Zutaten schlug mir entgegen. Ich war ganz bezaubert von den blauen Wänden und den ebenso farbigen, filigranen Tischchen, Bildern und frischen Vergissmeinnicht, die hier überall herumstanden. Dieses Butterbees Cupcakes schien nicht nur ein Cupcake-Geschäft zu sein, sondern zur selben Zeit auch noch ein bezauberndes Café, das in seinem tauben Meeresfeilchen-Himmel und saphirblauen Gewand charmanter nicht hätte sein können. Der Raum war nicht groß und quadratisch und an der Decke hing ein wunderschöner alter Kronleuchter, dessen Kristalle sich in dem Glas der Theke spiegelten, hinter der eine Auswahl der hübschesten Cupcakes, die ich je gesehen hatte, zu Verkauf und Verzehr bereitstand. »Kann ich Ihnen behilflich sein?« trällerte eine freundliche Stimme und hinter der Theke tauchte der runde Kopf einer hübschen Frau Mitte 40 auf,
Sie hatte herzliche Pausbäckchen, blonde Haare, die sie zu einem lockeren Dutt nach oben gebunden hatte, und rote Lippen, die sie nun zu einem aufrichtigen Grinsen verzog. Außerdem trug sie ein weißes Kleid, über dem eine blau-weiß karierte Schürze lag. Alles in allem passte sie perfekt in ihren duftenden, wunderbar märchenhaften Laden. Auch auf meinen Lippen lag ein höfliches Lächeln, das noch breiter wurde, als mir etwas Erstaunliches bewusst wurde. Ich kannte diese Frau. »Sind Sie nicht?« gluckste die Dame in Blau ausgelassen, und der Schimmer der Erkenntnis saß nun auch in ihren freundlichen, meerblauen Augen. Ich nickte. »Ja, ich wohne jetzt in Ihrem Haus.« »Genau!« Sie klatschte ausgelassen in die Hände. »Wie schön, Sie zu sehen!« Ich wusste nicht warum, aber irgendwie gab mir diese Frau ein unglaublich gutes und unbeschwertes Gefühl. »Mr. Raspberry, richtig?« fragte sie ausgelassen und legte ihren Kopf schief, als wäre sie sich nicht ganz sicher, ob das tatsächlich mein Name war. Ich lachte. »Nicht ganz, Blueberry«, entgegnete ich. »Und Sie waren?« »Miss Butte.« Sie verbeugte sich leicht, als wären wir in einem Jane Austen-Film, und unterstrich damit immer mehr den Eindruck, sie wäre nicht ganz von dieser Welt, sondern irgendwie von einem anderen Planeten oder zumindest von den Seiten eines Märchenbuches. Die gute Fee sozusagen, die alles zusammenhielt und mit ihren köstlichen Cupcakes so vielen Menschen Glück schenkte. Tatsächlich hätte es mich nicht gewundert, hätte sie hier Fairy Cupcakes verkauft. »Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie Ihren Weg zu mir gefunden haben«, sagte Miss Bottom aufrichtig, und ich konnte nicht anders, als ebenso ehrlich zu nicken und zu erwidern, dass ich in diesem Moment tatsächlich auch über alle Maßen glücklich war, diese Perle von Laden mitten in Notting Hill entdeckt zu haben. »Wie gefällt Ihnen Ihr neues Zuhause?« »Es ist fantastisch, ich liebe es«, sagte ich aufrichtig. »Ich kann gar nicht verstehen, dass Sie es verkauft haben.« »Nun, jetzt wohne ich hier direkt über meinem kleinen Butterbees«, antwortete Miss Bottom. »Ich bin sehr glücklich hier.« Und so standen wir bestimmt eine halbe Stunde im frühlingsblauen Butterbees Cupcakes und unterhielten uns ausgelassen, so dass ich fast mein Versprechen vergaß, meiner Schwester etwas zum Essen zu besorgen. Als es mir dann doch wieder einfiel, glühten meine Wangen rot auf, weil es unter keinen Umständen meine Absicht gewesen war, Emma so lange warten zu lassen. Fast hektisch wählte ich also das Angebot des Tages, 2 Vanillecreme-Cupcakes und 2 Mascarpone-Himbeer-Cupcakes zum halben Preis. »Hier«, sagte Miss Bottom und reichte mir neben der himmelblauen Schachtel mit den süßen Naschereien auch noch ihre Karte. »Rufen Sie mich an, wenn Sie irgendetwas brauchen oder Fragen zu Ihrem neuen Heim haben.« Sie lächelte breit und erneut durchflutete mich diese Wärme, als hätte ein wirklich guter Geist gerade eine wirklich gute Tat vollbracht. So ähnlich musste sich Cinderella gefühlt haben, als sie die zauberhafte Fee in dieses wunderbar funkelnde Kleid steckte, mit dem sie am Abend ihrem Prinz den Kopf verdrehte. Seltsam beschwingt und ein bisschen aufgeregt. Es war wirklich schade, dass ich meine Canon zu Hause vergessen hatte, denn das lächelnde Gesicht von Miss Bottom hinter ihrer nach Köstlichkeiten duftenden Theke war ein Moment, den ich gerne festgehalten hätte. Ich nickte eifrig und versicherte ihr, dass ich bestimmt nicht zum letzten Mal bei ihr eingekauft haben würde, und als ich aus ihrem entzückenden Laden stolperte, hatte ich das seltsame Gefühl, dass diese pausbackige, freundliche Miss Bottom eines Tages eine entscheidende Rolle in meinem Leben spielen könnte.